Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und wir sind wieder in der Welt von Star Wars, der AT-ST Walker. Einer von den Sets, die ja zum Star Wars-Tag 2017 etwas billiger waren. Da habe ich dann auch zugeschlagen und da ist er nun. Den gab es auch schon mal als Collector's Editions, nämlich 2006 mit über 1000 Teilen. Ja, der neue, der hat jetzt etwas weniger, nämlich 449, kostet 49,99. Das heißt, ein Teilepreis von 11, Cent und ein paar zerhackte. Also Star Wars üblich eher etwas teurer. Und es sind Aufkleber dabei. Yippie-yay. Genau. Das Ganze spielt übrigens in der Welt von Rogue One. Dazu ist dieses Set nämlich 2006 rausgekommen. Und da werden wir dann auch sehen bei den Minifiguren, die haben was mit Rogue One auch zu tun. Die kennt man daraus. Vielleicht ihn jetzt weniger. Das ist nämlich so ein schnöder AT-ST-Fahrer. Der sitzt also im Cockpit und steuert das Teil. Und wenn er mal aussteigt, Lord Helmchen hier, dann sieht man einmal, dass ihm sogar der Kinnschutz auf das Gesicht tätowiert ist. Drauf gedruckt. Und er hat eine Waffe in der Hand. Das hier, das ist ein Rebel Trooper. Der hat einen Helm auf immerhin und ja, so eine Art Schallschutz, glaube ich, vorne auf der Waffe. Ist auch schon mal deutlich interessanter ausgestattet, was auch so den Druck auf dem Oberteil angeht. Hat aber dafür auch nur ein Gesicht. Da hatte der Fahrer doch immerhin zwei, auch wenn die sich jetzt nicht großartig unterschieden haben. Ja, ein schöner Helm, wie gesagt, mit auch so einer Brille drauf. Der macht was her. Genau. Der schönste bzw. interessanteste hier ist allerdings Base Malbus. Den kennt man auch aus dem Film und man erkennt insbesondere, dass der mal eine richtige Wumme hat. Also das ist mal eine Waffe, die er da sogar an sich festgekettet hat. Nicht? Nicht, dass das Ding geklaut wird und hinten ist dann auch ansonsten alles irgendwie fest. Ich glaube, das Ding wirft auch Flammen. Also das, wenn irgendwas Eindruck macht, dann das Teil. Weniger jetzt vielleicht seine wallende Frisur. Auch das Oberteil deutlich besser bedruckt. Und hier sehen wir auch, der hat auch wieder zwei Gesichter. Einmal so ein eher kleinerer Mund und einmal breiter. Aber das Spannendste an dem Set ist natürlich der AT-ST Walker. Und da haben wir ihn in seiner vollen Pracht. In diesem Fall 24 cm hoch, 16 cm lang und 13 cm breit. Und was man hier ja auch schon sieht, er hat zwei Beine. Das unterscheidet ihn ja auch vom AT-AT. Deswegen ist das hier eben auch ein Walker. Deswegen ist er eben auch noch ein bisschen flexibler. Kippt aber auch gern mal ein bisschen leichter um. Kennt man ja auch aus den Filmen. Also ist einer von den Klassikern, auch aus den alten Filmen. Und wie gesagt, bei Rogue One ist er jetzt eben auch gewesen. Und wir erkennen hier schon, wir können die Beine verschränken. Allerdings nicht die Füße. Die sind fest, aber dafür den Rest. Das heißt, so ein bisschen ja, Spagat ist zwar nicht drin, nach links, rechts geht es nicht, aber nach vorn und hinten. Und wie wir hier schon sehen, das ist eigentlich mit das Coolste, wie ich finde. Es gibt hinten an dieser Schraube die Möglichkeit zu drehen und dann dreht sich gleich mal der ganze Kopf, bis dann irgendwie nichts mehr sich dreht. Und einmal festdrücken, dann ging es wieder. Hier gucken wir uns jetzt gerade mal die Beine an, beziehungsweise die Füße. Das sind Aufkleber, die da drauf sind. Da hinten, das sieht aus wie ein Gelenk, ist aber wie gesagt steif. Da bewegt sich nichts. Schön, dass es hier flexibel ist. Naja, gut, irgendwas ist ja, ja. Aber da sehen wir es, nicht? Das Gelenk, das bewegt sich, das hakt dann auch entsprechend ein. Das heißt, wenn man da mal einen festgemacht hat, dann bleibt das auch erstmal so. Und wie wir hier sehen, überall auch schöne Verzierungen durch Lego-Platten oder Rundungen, die da an die Seiten mit dran sind. Hier sehen wir eins von den Geschützmöglichkeiten, sprich da kann geschossen werden, es sieht zumindest so aus, es schießt nicht wirklich. Wir haben an den Seiten was und wir haben auch vorne was, das können wir sogar hoch und runter klappen, die an den Seiten können wir so drehen und die sind witzigerweise noch festgemacht mit so Hammermodulen. Ja, das ist auch ganz interessant. Und wir sahen gerade eben schon, so einen ersten Blick haben wir drauf geworfen, die beiden Shooter. Das heißt, auch hier ist mit Federshooter wieder die Möglichkeit, mal ein bisschen auf Weite zu gehen. Hinten finde ich auch ganz klar. Da waren auch wieder Aufkleber auf den Rundungen und das Verdeck hier, das Cockpit, das können wir aufklappen und da sehen wir schon, hinten haben wir nochmal so eine kleine Bombe, die wir werfen könnten. Da vorne, da ist das Armaturbrett angedeutet und da können wir eben eine Figur reinstellen, ja, so halb reinsetzen, die dann eben das Ganze steuert. Im Zweifel natürlich den Fahrer eben, der ist ja nun auch schon dabei und da ginge das Ganze dann eben auch. So, machen wir wieder zu. Da können wir die Gucklöcher auch auf- und zu machen, wie es auch vom Original so bekannt ist. Da sehen wir auch schön rund oben. Also viele Dinge, die einen auch an das Original erinnern. Und da ist der Shooter. Und um den zu zünden, müssen wir hinten auf diese Weiterführung sozusagen
drücken, dann löst er aus. Da sehen wir schon und man merkt es, wie immer bei diesen Federgestützten, das sind Dinger, da muss man dann länger in der Wohnung wieder suchen. Schön, dass sie rot sind, das ist vielleicht auch der Grund dafür, dann findet man sie ein bisschen einfacher. Da sehen wir nochmal, wir stecken das also in die Feder rein und dann ist hinten eben dieser Verschluss bzw. diese Verlängerung, die das Ganze dann auslösen würde. Hier sehen wir dann nochmal rein ins Cockpit und ich beweise nochmal, dass tatsächlich der Fahrer auch reinpasst. Selbst mit gezückter Waffe, man weiß ja nie, wer von oben irgendwie reinspringt, passt er da rein. Jo, da steht er und fährt sein Gefährt. Und wie wir wissen, ist damit dann auch irgendwann wieder Schluss. So, da haben wir also die Anleitung. Wenig Überraschendes. Drei Tütchen sind es, die gebaut werden müssen. Wir fangen mit dem Unterteil sozusagen an. Dann kommt das Oberteil mit dem Cockpit und schließlich noch die Verkleidungen. Und schließlich haben wir ihn fertig, nicht? Den AT-ST Walker. Und am Ende gibt es noch mal ein paar Hinweise. Achtung, nicht ins Auge schießen. Und wenn man möchte, darf man natürlich noch mehr Sets von Rogue One kaufen oder überhaupt, was so Lego im Angebot hat. Jo, so sieht er aus. So ist er. Und das Teil ist nett. Also kann man nichts gegen sagen. Da auch oben mit diesen sozusagen angedeuteten Augen, sieht man jetzt von der Ferne so ein bisschen, gebe ich 7 Punkte. Schönes Teil. Gerade durch dieses Drehen des Kopfes hat der eine ganze Menge an interessanten Features. Natürlich preislich eine andere Geschichte wieder, aber das Ding gibt es ja schon hier und da günstiger. Das war's für heute dann auch mit der Klemmbaustein-Lyrik. Ich drehe mir hier noch ein bisschen Wolf. Bis dann und tschüss. We'll be right back.